Hallo und herzlich willkommen zu meinem 9 Jahre YouTube-Special hier pünktlich am 15. März 2019. Ja, ein weiteres Jahr ist vergangen und ein weiteres Mal habe ich mir ein gewisses Special überlegt, was wir denn zum Geburtstag, wenn man es so nennen mag, durchziehen können. Wie ihr seht, habe ich meinen Channel aufgerufen, wie so oft in meinen Specials, und habe meine Uploads sortiert am ältesten oder zum ältesten Datum hin. Wir werden jetzt einfach mal in drei, vier meiner ersten Videos reinschauen und ich werde ein bisschen reactionen. Und wir beginnen mit dem allerersten Video, das ich jemals auf meinem Channel hochgeladen habe. Wird bald auf 9 Jahre ergänzt, da ich das Special ein paar Tage vorher aufnehme. Logischerweise sind hier jetzt noch 8 Jahre. Ja, aber bevor wir damit anfangen, möchte ich natürlich mich noch einmal, wie jedes Jahr, bedanken für die ganze Unterstützung, die ihr mir all die Jahre zugeworfen habt. Momentan läuft es wieder einigermaßen gut. Vampire's Dawn 2 Everlasting Blood läuft ziemlich gut für die Verhältnisse, die ich sonst so hatte in den letzten Jahren. Und das freut mich uns gemein und lässt mich auch mit Motivation in die Zukunft blicken, dass wir auch noch weitere Projekte gut abschließen werden. Lange Rede, kurzer Sinn, let's go. Das allererste Video habe ich hochgeladen am 29. März 2010. Eigentlich könnte man sagen, dass das hier mein Geburtstag ist, was YouTube angeht. Allerdings habe ich den Channel am 15.03. erstellt, deswegen lade ich immer am 15.03. die Video, ja, doch die Videos des Specials hoch. Hat sogar Kommentare bekommen. Ach, das Scheiße. 8 Jahre ist das ja. Den Kollegen hier kenne ich sogar noch. Krank. Okay, hören wir mal rein. Das ist im Prinzip nur eine Top 5 von Musik. Mal schauen, ob ich Copyright Strikes kassiere. Egal. Kleiner Fun Fact: Die ganzen Musiken habe ich damals mit einem MP3-Player vom PC aus aufgenommen. Sprich, ich habe die Musik beim PC abspielen lassen und den MP3-Player nebendran gelegt mit der Aufnahmefunktion. Da könnt ihr mal jetzt schätzen, wie lange das schon her ist. Deswegen ist die Qualität auch so vercrappt. Im Prinzip gibt es auch zu diesem Video nicht ganz so viel zu sagen. Es ist im Prinzip wirklich nur eine Top 5 und ich war damals ultimativ stolz, als ich das auf YouTube präsentieren konnte. Ja, meine Erklärung zu den Musikstücken ist 1A. Wie alt war ich denn da? Da dürfte ich noch. Ja, das ist 2010, ne? 13 war ich da noch. 2 Wochen bevor ich 14 wurde. 13 Jahre alt, ey. Jetzt bin ich gerade fast 23. Krass. Krass, 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 krass. Okay, komm. Eins hören wir noch, ich will meine Erklärung wissen. Hier habe ich die nächste Musik erklärt. Für das, dass es aber so ein Underground-Video ist, sind die Views gar nicht mal schlecht. Geil. Aber was ich auch heute noch sagen muss, wenn ich diese Musiken höre, die machen gute Laune, ohne Scheiß. Gönnt euch. Platz 1 hat bei mir wahrscheinlich einfach nur perfekte Battle-Musik, okay. Schauen wir ins nächste Video, meine Friends. Hallo, hier ist mal wieder Irgendwasifi. Ach, das Scheiße. Heute mache ich ein Vote für mein Let's Play. Also es stehen 4 Spiele zur Auswahl. Kurzer Fun-Fact: Dieses Bild habe ich genommen. Denn es war mein allererstes Profilbild, das ich auf YouTube hatte. Und wurde am 26.05. hochgeladen. Ich habe sogar die Stimmen im Nachhinein eingetragen. Ja, Star Wars Battlefront wurde mein allererstes LP damals. Wir schauen da auch gleich noch rein. Ach du heilige Scheiße. Ach, der gute alte Joro. Gönnen wir ihm mal ein Herz. Der hat damals schon kommentiert, der Ehrenbruder. Naja. Aber wenn ich meine Stimme so höre, möchte ich am liebsten die Kotze zweimal rausspucken. Hören wir weiter. Das erste ist Deathloop.
der Herr der Ringe, Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, die Angmar-Kampagne, Blind. Mein Lieblingsspiel Ich habe nur übrigens. Gefechte gespielt, also nie die Kampagne. Das ist eine Lüge Nur das gewesen. erste Level kenne ich von einem Video. Das ist auch eine Lüge gewesen. Ja, da das Strategiespiel von Herr der Ringe halt. Ja, die meisten von euch kennen es wahrscheinlich. Nein. Ja, das okay. Das zweite ist Schlacht um Mittelerde 1, die gute Kampagne. Nicht Blind, aber alle Missionen der guten Kampagne. Also alle, auch die, wo man jetzt nicht unbedingt machen muss, alle. Ja, genauso wie bei Aufstieg des Hexenkönigs auch ein Strategiespiel. Nur, dass es halt da mehr um. Wie man hört, die Headset-Quality war damals absolut on top. Jeder Atmer wurde heftiger rausgehauen als die Stimme selbst. Ja, ich glaube, das habe ich mir damals von einem Einzelhändler gekauft. Ich glaube, Kaufland oder so war das. Gab es für 10 Euro höchstens. Und die ersten, doch bestimmt das erste halbe Jahr, wenn nicht sogar noch länger, habe ich mit diesem Headset verbracht. Wenn ich zurückdenke, Quality Time wurde absolut aktiviert. Um den Ringkrieg geht. Also mit Minas Tirith, Schlacht Helms Klamm, eher Osgiliath natürlich und Kankras Lauer. Okay. Das dritte ist Bionicle Heroes. Das ist ein Bionicle-Spiel. Habe ich jetzt einfach ausgewählt, weil es ein Rollenspiel ist. Ist auch nicht Es ist kein Blind. Rollenspiel. Aber ich finde es Es ist eigentlich ein ganz okay. Die Grafik Action-Jump'n'Run. ist niedlich gestaltet und alles. Niedlich. Man sieht, die Okay. Pixel Dann noch sind das on vierte pop. On pop. ist Star On Wars point. Battlefront 2 Soforteinsatz. Also jede Soforteinsatzmission mache ich durch. Sei es Raum, egal mit was. Also Kleiner Funfact: Die Raumschlachten wurden niemals ausgeführt. Und ich habe den Soforteinsatzmodus damals gewählt, weil ich zu dumm war, die Kampagne zu schaffen. Ich habe den nämlich privat angefangen gehabt und ich war zu schlecht einfach. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich nehme den Soforteinsatz, weil man da einfach nur Gefechte austragen muss und es da nicht schlimm ist, wenn man verkackt. Ja, jetzt kommen all die Geheimnisse ans Licht, dass ich hier mal beim allerersten Vote, welches Spiel soll es sein? Spiel schreibt man übrigens groß. Ja, welche Lügen ich da alles drinnen verpackt habe. Für das, dass es allerdings mein erstes Video war, sind 18, 19, 23 Stimmen gar nicht mal schlecht. Wie ich jetzt finde. Allerdings, wenn ich mir das heutzutage anschaue, das ist, nee. Nee, 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 nee. Aber so geht es wahrscheinlich vielen, die ihr allererstes Video anschauen. Das ist ja auch das allererste Video gewesen. Obwohl, nein, das ist nicht ganz richtig. Das ist fast mein erstes Video, wo ich gesprochen hatte. Ich hatte mal so ein Top 10 meiner Lieblingsgames, das ich mit einer Kamera abgefilmt hatte. Wo ich einfach die ganzen Spielehüllen in die Kamera gehalten habe und gesagt habe, ja, das ist jetzt Platz 8, ja, das ist Platz 7. Ist zum Glück gelöscht. Ich habe das, glaube ich, auch auf keinem PC mehr, leider. Naja, gehen wir zum nächsten über. Ich entschuldige da meinen Laptop, der ein bisschen länger zum Laden braucht. Ach du heilige Scheiße. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Let's Play von Irgendwas Sifi. Ihr habt gewotet und wow. Und das erste Vote war. So, ich würde auch gern mal, bevor es hier losgeht, ja, das hängt noch, die Lautstärke etwas anpassen. Aber wie ihr schon sehen könnt, sind wir beim allerersten LP-Projekt bei mir angelangt. Oder von mir angelangt, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Und jetzt endlich hat die Seite sich Battlefront mal. mit 12 Stimmen, wenn ich mich nicht täusche. Wir fangen nochmal von vorne an. Achtet genau auf die Quality. Das Bild ist perfekt gemacht. Da kann man nichts sagen. Das liegt 1 zu 1 perfekt auf dem Raster. Dann, wir haben zwei Mäuse, wenn ihr das richtig seht. Einmal die Spielemaus und einmal die PC-Maus. Dann ein ultimativ krankes Flackern und die Stimme. Minimum 10 Sekunden asynchron. Minimum. Wir gucken mal, wann die Stimme losgeht. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Let's Ja, Play von obwohl 5. Irgendwas Sifi. Aber Ihr dennoch, habt 5 gewotet Sekunden sind auch und brutal. Das wow. schreiben die Leute so. Und das erste Vote war Star Wars Battlefront mit 12 Stimmen, wenn Ja, ich mich wenigstens war ich nicht ehrlich. täusche, war es. 2.6. ging es los. Okay, ja, Soforteinsatz. Erste Mission, Coruscant. Ich bin Schreiben wir mal KOS, weil es meine ein Lieblingseinheit Danke. ist. Und dann beginnen wir mal. Wow. Nach 7 Jahren. Wenn es den noch gibt, wird er sich jetzt wundern, was zur Hölle geht ab. Aber ich bin ein Gönner. Und deswegen bekommst du jetzt Ja, von mir ein schon wieder Danke. Schlachtengetümmel. Mehr steht da auch nicht drin. Lauschen wir mal in meiner Comedy Quality. Ach ja, das sehen sie ja schon.
Ihr müsst immer 5 Sekunden draufrechnen, nach meinen Reactions. Lustige Namen haben die immer. Täter 196 und Chi. Hört sich irgendwie ein Chinese. Kranker Witz von Vielleicht mir. werde ich die Kampagne auch noch spielen. Hab sie selber noch nicht ganz durch. Weil Aber ich zu schlecht war. vielleicht mache ich es ja noch. Stirb. Nein, es wurde nie was. Wer mir helfen kann, die Mission Yavin 4 zu machen, kann mir ja ein paar Tricks schreiben, wie man das hinkriegt. Ich schaffe das einfach nicht. Letzte Mission. Oh, darf Maul schon. Das ist mein Lieblingsheld von den Bösen. Das war, glaube ich, Kampagne. Da habe ich sogar zugegeben, dass ich zu schlecht für die Kampagne bin. Wow, das wusste ich gar nicht mehr. So, jetzt sehen wir uns noch ein bisschen Mall-Action hier an, bevor ich hier Mist. krepiere. Und dann gehen wir zum nächsten Video über. Ich glaube, ich habe Soundaufnahme aufgemacht, weil sonst mein PC wieder spinnen würde. Ich habe nämlich Falls ihr Level übrigens öfter gestern solche schon mal starten wollen, Oldschool-Reaction-Videos wollte ich sehen gestern schon möchtet, mal könnt ihr es gerne mal aufnehmen. in die Kommentare Doch es hat schreiben. nicht funktioniert. Da ist hängen geblieben. Ich muss Und falls gerade ihr ein die ganze spezielles Zeit Video wieder habt, wo ich ausschalten. reacten soll, könnt ihr auch gerne Deswegen in die mache ich das Kommentare nicht mehr. schreiben. Ich starte jetzt immer genau während dem Spielen. Nice, gell? Quality flackern. Das habe ich damals mit. Und ich werde auch Wie nicht immer hieß das KOS spielen. Programm? Ich werde auch abwechseln. Ich werde jede Fraktion einmal spielen. Desktop Wenn man Capture das will, Modus ich oder weiß, viele sowas in der Fraktionen Art zweite hieß Jahre das. KOS, Das war also ein 22. übelstes Crap-Programm, wie Linux man hier aussieht. Das Subversion, hat immer gelaggt. Das konnte nicht mal den Linux-Distribution, normalen Desktop, wenn Debian man und beispielsweise überhaupt. Google oder so Woran lag aufgenommen das hatte, jetzt? das normal darstellen. Das hat auch dort gehangen wie sonst was. Mann, du Gut, kannst war ein mich aber auch nur Freeware-Programm, unterbrechen, aber wenn ich gerade ein das war wirklich zum Gespräch Kotzen. führe. Das war nicht sehr nett. Boah, ich hasse Commander, wenn sie als Gegner da sind. Ja. Wow, was war das jetzt? Ich überlebe das nicht. Hab's zwar schon oft Glaube ich, geschafft, krepier. aber nee, das sind jetzt einfach zu wenige. Was, jetzt schon kaputt? Schwul. Ja, 10 Sekunden nachdem ich gestorben bin, warst du jetzt schon kaputt. Nice. Gehen wir zum nächsten und letzten Video über. Hallo, Let's Und Play. zwar. Es ist Chill. Pyramidal Heroes. Es ist ein Blindspiel. Hier. Keine Bionic Heroes Dateien vorhanden. Also. Hier. Es war Werde auch ich eine jetzt Lüge, dass nichts es blind tun. war, übrigens. Hier sieht man auch. Ich habe einfach das Spiel neu installiert. So, jetzt können wir mal schön pausieren. Nach 19 Sekunden ist die Seite mal geladen. Nice. Der Grund, warum ich dieses Video auswähle, ist ganz einfach. Das war mein zweites LP. Und es ist bis heute mein erfolgreichstes LP. Und dieses Video ist mein erfolgreichstes Video nach Klicks ever. Like- und Dislike-Verhältnis jetzt nicht unbedingt. Aber nach Klicks. Und das, obwohl. Der Beginn eines sehr epischen Abenteuers. Okay, ich habe den Satz gerade anders gelesen und ich dachte, ich hätte ein Deutsch-Fail des Jahrtausends rausgehauen, aber nein. Randinfo 3.7.10, okay. Ja, wie gesagt, es ist das meistgeklickteste Video überhaupt, weil ich der erste deutsche LPer war, der dieses Spiel auf Deutsch LP hat. Das ist so quasi ein kleiner Meilenstein, den ich mir auf die Brust schreiben kann. Und das Lustige ist. Nice, gell? Wer bist du? Krass. Du hast auf jeden Fall den krankesten Kommentar abgeliefert. Warte, krieg gleich mein Gönnerherz. Ich werde noch kein Level Ja. starten. Ich werde einfach nur Ja, was ich noch erklären. sagen Das erste wollte. Level kommt dann im nächsten Video. Genau. Also, Mein erkläre die früheres Ich Steuerung. sagt das Man spielt sogar mit schon. dem Ich bin hier Pfeiltasten. nur rumgelaufen und habe die Das Legosteuer ist Steuerung gelb, erklärt. wird dann oben angezeigt. Das kann man sich dann hier in diesem Laden Logischerweise. was kaufen. Also, es ist blind Echt gespielt, aber Panne. ich kenne schon die Steuerung. Ich habe ein paar Videos dazu gesehen. Boah, die Musik Hier gibt kommt mir da mehr schon ein bisschen später rein. Flashbacks. Hier auch. Mal bis jetzt nur diesen Ich habe das Spiel Held. schon viermal Auf linke durchgespielt, Maus, Panne. das der feuert man, auf rechts macht Ich die weiß gar nicht, warum ich da immer Spezialattacke. zwanghaft Kann man blind mit hier LPs machen nicht. wollte oder so tun wollte, als wären sie blind. Vielleicht war Hier das kommt man auch damals erst in. später rein. Hier. Hier kann man sich Belohnungen kaufen. Hier Was zur kann man Hölle? Upgrades kaufen. Hier kann man nur Tipps kaufen, zum Beispiel hier jetzt Upgrades. Die Rüstung, die Fähigkeit und die Waffe. Okay. Gut. Und hier geht zu den Levels. Nun öffnet sich dieses Portal. Leveln, aber ja. Nach und nach, wenn man einen Boss besiegt hat, also Es immer ist so, aber sieht echt nur nachher ein der Tor, Boss das nach aus. oben Das ist geht. Wasser, Natur, Eis,
teuer. Das sollte eigentlich Stein sein, das darf jetzt so wüstenmäßig, also auch Stein natürlich. Und Ehre. Und das, diese Endboss-Musik ist die geilste Musik der Welt. Naja, so geil war sie dann jetzt auch nicht, aber sie ist schon nice. Und ich kann mir das gerade echt nicht weiter anschauen. Ich krieg die Krätze und zwar doppelt. Ja, das war ein kleiner Ausflug in die ersten Videos, die ich so hochgeladen hatte. Ein kleiner Flashback. Ich danke euch nochmal vielmals für 9 Jahre YouTube-Unterstützung. Nächstes Jahr zum 10-Jährigen überlege ich mir was ganz, ganz, ganz Spezielles. Ich habe noch keinen Plan, was es wird, aber ich denke mal, es wird großartig werden. Ich hoffe, dieses kleine Video zum Special hat euch gefallen. Wie gesagt, falls ihr auch Videos habt, wo ich mal reacten soll, kann man das ja als Format einführen und ich würde es dann auch, ja, doch ganz gerne tun. Also schreibt mir einfach die Videos mit dem Link am besten in die Kommentare und schreibt mir auch mal, was ihr so von meinen ersten Videos haltet, würde mich sehr interessieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, morgen, Abend, Nachmittag, Vormittag, Mitternacht, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Und man hört sich zu einem der nächsten Videos. Bis dann und ciao.